Eine der Fragen, die wir am meisten gestellt bekommen, ist, wie funktioniert das eigentlich mit der Nutzungsänderung von Ferienwohnungen? In diesem Video erklären wir dir alles rund um das Thema Nutzungsänderung von Ferienwohnungen und wie du deine Ferienwohnung rechtssicher anmelden kannst. Wir, das bin nicht nur ich, sondern ich habe auch unseren Experten für dieses Thema dabei, Arndt Rosenkeimer. Ja, hallo, also mein Name ist Arndt Rosenkeimer. Und ich bin als Architekt im schönen Wuppertal in Nordrhein-Westfalen tätig. Also legen wir los mit dem Thema Nutzungsänderung. Über das Thema Nutzungsänderung hört und liest man immer sehr viel und vor allem sehr viel Unterschiedliches. Was genau ist denn eigentlich die so viel erwähnte Nutzungsänderung? Also von einer Nutzungsänderung spricht man im baulichen Bereich immer dann, wenn eine bestehende Nutzung, und da muss man sich an der bestehenden Baugenehmigung orientieren, wenn die in eine andere Nutzung abgeändert werden soll. Da gibt es einmal halt den Fall jetzt im Ferienwohnungsbereich, dass ich eine bestehende Wohnung in Ferienwohnung umnutzen möchte, also Langzeitvermietung in Kurzzeitvermietung. Die Wohnungsnutzung selber, also Langzeitvermietung, ist im Baurecht eine gesonderte Regelung. Alle anderen Nutzungen sind gewerbliche Nutzungen. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Kurzzeitvermietung wechseln möchte, bin ich im gewerblichen Bereich. Dann brauche ich also eine Nutzungsänderung von Wohnnutzung in den gewerblichen Bereich Ferienwohnung. Der andere Fall ist, ich habe bereits eine gewerbliche Nutzung. Dann muss ich aber trotzdem, wenn die Nutzungsart anders ist als Ferienwohnung, also anders als Kurzzeitvermietung, muss ich trotzdem einen Nutzungsänderungsantrag stellen. Ich kann also nicht sagen, ich habe eine gewerbliche Nutzung, ich bleibe bei einer gewerblichen Nutzung, dann brauche ich das nicht, sondern das muss man trotzdem machen. Das ist aber auch immer so im gewerblichen Bereich. Wenn ich die Art der Nutzung ändere, muss ich einen Nutzungsänderungsantrag stellen. Wenn wir also jetzt eine normale Wohnung in eine Ferienwohnung umwandeln möchten, dann muss der Architekt einen Bauantrag beim Bauamt stellen, nämlich besagte Nutzungsänderung. Okay, jetzt habe ich aber mein Airbnb und habe das nicht beim Bauamt angemeldet. Was kann denn jetzt eigentlich passieren? Ja, was passiert denn eigentlich oder was kann passieren, wenn man sich sagt, was die da bei Febo Butler erzählen, interessiert mich alles nicht. Ich nehme jetzt einfach meine Nutzung auf und gehe das Risiko ein, dann habe ich halt eben keine Baugenehmigung dafür. Kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, ist ungefähr so, als würde man über eine rote Ampel fahren, kann nur leider auch noch schlimmere Folgen haben. Die Sache ist immer die, wie kann denn so etwas rauskommen? Jetzt muss man sich vorstellen, die Bauaufsicht, die sitzt irgendwo hier oben als das Auge des Gesetzes und überwacht das alles. Die schicken aber keine Leute raus, die jetzt in der Kommune rumfahren in der Regel und danach suchen, ob irgendwo jemand eine Einheit illegal nutzt. Da haben die meisten Bauaufsichtsämter keine Zeit für, kein Personal für und das passiert also in der Regel nicht, habe ich noch nie erlebt. Was aber passiert ist, dass zum Beispiel der wachsame Nachbar, der nichts anderes zu tun hat oder der vielleicht auch meint, er würde dadurch gestört, dann halt eben einen auswischen will und einen bei der Bauaufsicht anzeigt. Und wenn das passiert, das passiert gar nicht so selten, dann muss die Bauaufsicht tätig werden. Die können also nicht sagen, so ein Doofmann, jetzt macht er uns wieder Arbeit, das lassen wir einfach mal unter den Tisch fallen. Und dann bekommt man halt ein Schreiben, eine sogenannte Ordnungsverfügung, wo dann der Fall geschildert wird, wo drin steht, dass man diese illegale Nutzung einstellen muss bis zu einem bestimmten Datum. Irgendwann kommt dann auch ein Bußgeldbescheid und das ist dann so wie bei einem Verkehrsverstoß. Das geht dann halt seinen Lauf und irgendwann hat das dann halt seine Folgen. Das ist der erste Fall. Der zweite denkbare Fall ist, dass irgendetwas passiert, dass es zum Beispiel einen Brand gibt. Und schlimmstenfalls kommt sogar jemand zu Schaden und dann ist man halt eben nicht mehr in dem Bereich Ordnungswidrigkeit, sondern dann wird sicherlich auch in einem Strafverfahren ermittelt, wenn dann herauskommt, dass die Nutzung nicht genehmigt war. Also das kann dann sicherlich ziemlich üble Folgen haben. Und das Dritte, was noch passieren kann, habe ich zwar noch nicht von gehört, aber ich denke, dass das passieren kann, dass zum Beispiel dann auch, sagen wir mal, es gibt einen Brandschaden, die Gebäudeversicherung sagt im schlimmsten Fall, wir zahlen nicht, weil die Nutzung war ja illegal.
Und das kann natürlich dann sehr unangenehme finanzielle Folgen haben. Ja, also als Fazit daraus ist es einfach so, dass man dringend davon abraten muss, das zu machen. Also das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das kann wirklich ganz böse ins Auge gehen. Wir sollten uns also auf jeden Fall um die Umnutzung unserer Ferienwohnung kümmern, damit wir mit unserem Business auf der sicheren Seite sind. Wie läuft so eine Nutzungsänderung eigentlich in der Praxis ab? Also der erste Schritt ist, ihr habt ein konkretes Objekt, was ihr umnutzen wollt. Ihr braucht dafür Unterlagen, zum Beispiel die Pläne von dem Gebäude, von dem Objekt sind wichtig. Dann sucht ihr euch einen Entwurfsverfasser, der den ganzen Antrag vorbereitet. Die Unterlagen werden vorbereitet, dann gibt es einen Unterschriftstermin, wo ihr euch trefft. Auftraggeber, also Antragsteller, in dem Falle dann Gastgeber der Ferienwohnung, muss unterschreiben die Unterlagen und der Entwurfsverfasser muss die Unterlagen unterschreiben. Dann werden die bei der Bauaufsichtsbehörde der Kommune eingereicht. Dann bekommt man so in der Regel nach 2 Wochen ungefähr ein Schreiben, die sogenannte Eingangsbestätigung, wo drin steht, dass die Unterlagen eingegangen sind, dass sie geprüft werden. Das Aktenzeichen wird mitgeteilt, das ist wichtig bei einer Behörde natürlich. Ihr müsst euch dann immer bei Rückfragen auf dieses Aktenzeichen beziehen, damit die das richtig zuordnen. Dann gibt es entweder schon in dem Schreiben mit der Eingangsbestätigung oder nochmal extra eine Mitteilung, wo dann Unterlagen nachgefordert werden oder wo Rückfragen gestellt werden, zum Beispiel für wie viele Personen die Ferienwohnung vorgesehen ist, wie die Nutzungszeiten sind. Dann werden die Unterlagen halt, die nachgefordert werden, die werden dann eingereicht. Irgendwann startet dann halt, wenn die Unterlagen vollständig sind, dieser ganze Prüfakt bei der Behörde. Wir sind dann am Ende dieses Prüfverfahrens. Dann gibt es die Baugenehmigung. Auf der steht groß, fett oben drauf Baugenehmigung. Man hat also dann Papier in der Hand. Das ist schon mal ein Grund, eine Flasche Sekt aufzumachen, weil damit hat man schon einen Meilenstein erreicht. Und dann muss man halt gucken, was steht in der Baugenehmigung drin, was gibt es für Auflagen, muss ich irgendwelche Auflagen umsetzen. Das darf ich dann erst tun, nachdem ich Baubeginn angezeigt habe. Es gibt also in der Baugenehmigung ein Formular Baubeginnanzeige, das muss man einreichen. Muss man auch einreichen, wenn man gar nichts umbaut, was ja in der Regel bei einer Ferienwohnung so ist. Und dann muss ich auch noch die Fertigstellungsanzeige einreichen, wenn ich also die Umbaumaßnahmen ausgeführt habe, beziehungsweise wenn ich die Auflagen erfüllt habe. Und danach darf ich dann die Nutzung aufnehmen, aber nicht vorher. Also nicht direkt, wenn die Baugenehmigung da ist, kann ich die Nutzung aufnehmen, sondern ich muss noch die anderen Schritte machen. Ja, also was kostet so eine Nutzungsänderung? Da muss man also unterscheiden. Es gibt einmal die Kosten für die Baugenehmigungsgebühr, die dann die Kommune in Rechnung stellt, wenn die Baugenehmigung erteilt wird. Und es gibt die Kosten für die beteiligten Fachleute. In einfachen Fällen kostet das so 1.000 bis 2.000 Euro. Und wenn es kompliziertere Fälle sind, noch andere Fachplaner, Brandschutzplaner oder so eingeschaltet werden müssen, dann kann das auch schon mal 5.000 oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall 10.000 Euro kosten. Das wäre aber die absolute Ausnahme. So eine Umnutzung kann also ziemlich teuer werden. Gibt es denn jetzt irgendwelche Alternativen zur Umnutzung? Ja, ist die Antwort leider nein, gibt es eigentlich nicht. Also es gibt aus verschiedenen Bundesländern, von verschiedenen Oberlandesgerichten die Entscheidungen, dass man also eine Ferienwohnungsnutzung nicht ohne Genehmigung der Bauaufsicht aufnehmen darf. Dazu muss man natürlich überlegen, wie ist denn überhaupt die Definition von einer Ferienwohnung im Gegensatz zu einer normalen Wohnungsnutzung. Die Definition wird vorgenommen über die Dauer der Vermietung. Also wenn ich eine tageweise oder wochenweise Vermietung habe, dann spricht man von einer Kurzzeitvermietung und dann ist es also die Ferienwohnungsnutzung. Habe ich eine Langzeitvermietung, dann redet man über eine normale Wohnungsnutzung. Die bezieht sich dann auf eine monatsweise Vermietung, logischerweise im Umkehrschluss. Das heißt, in dem Moment, wo ich vom ersten des Monats bis zum letzten eines Monats vermiete, habe ich eine normale Wohnungsnutzung. Das ist unabhängig davon, ob es eine möblierte oder eine unmöblierte Wohnung ist. Und wenn ich bei einer, wie gesagt, bei einer tage- oder wochenweisen Vermietung bin, dann habe ich eine Ferienwohnungsnutzung. Also wie Arndt sagt, gibt es nicht wirklich eine Alternative, wenn du deine Ferienwohnung wirklich
als Kurzzeit-Mietobjekt betreiben möchtest. Die einzige Möglichkeit, wenn du jetzt keine Nutzungsänderungen durchbekommst oder diese Kosten einfach nicht aufwenden möchtest, ist, dass du ein anderes Betriebsmodell wählst. Ja, also was gibt es für Alternativen, wenn ich jetzt halt eben keine Baugenehmigung bekomme, also keine Nutzungsänderungsgenehmigung, formal ist das dasselbe, sondern ich bekomme eine Ablehnung. Dann bleibt eigentlich nur die Alternative, dass ich in den Bereich Langzeitvermietung gehe. Das kann man ja möblierte Langzeitvermietung anbieten. Dann ist das keine Nutzungsänderung, weil ich dann eine Langzeitvermietung wie eine Wohnungsnutzung habe. Dann gibt es natürlich Spezialfälle. Zum Beispiel, ich habe ein Gebäude, wo schon was schon als Apartmenthaus oder Boardinghaus, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, genehmigt ist. Dann sollte man genau in die Genehmigung reingucken, was da genehmigt ist, was verbirgt sich hinter der Bezeichnung. Ich kenne das halt so, dass es dann schon eine Kurzzeitvermietung ist oder sein kann. Und dann hätte ich praktisch schon meine Genehmigung für eine Ferienwohnung und dann brauche ich gar keinen Nutzungsänderungsantrag mehr zu stellen. Das ist natürlich ein absoluter Spezialfall. Ja, dann gibt es natürlich Fälle, wo zukünftige Gastgeber von der Ferienwohnung von der Behörde die Auskunft bekommen haben, Wohnung, Ferienwohnung ist doch dasselbe, brauchen Sie gar keinen Antrag zu stellen, Sie brauchen gar keine Nutzungsänderungsgenehmigung. Sowas gibt es, das ist aber leider falsch. Das heißt, wenn ihr so etwas bekommt, dann lasst euch das auf jeden Fall schriftlich geben. Oft ist es ja so, dass solche Äußerungen am Telefon erfolgen, die man gerne hören möchte. Nur hinterher hat man nichts Belastbares in der Hand. Also sowas sollte man sich auf jeden Fall schriftlich geben lassen. Und wenn man das schriftlich hat, von der Bauaufsicht der Kommune, dann kann man sich da auch sicherlich drauf verlassen und drauf berufen. Und da kann einem im Nachhinein keiner einen Strick draus drehen, weil man das ja als Laie nicht wissen muss, dass so eine Aussage von der Bauaufsicht dann halt eigentlich falsch ist. Ich hoffe, dir ist jetzt mit diesem Video bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass du deine Ferienwohnung auch wirklich rechtssicher betreibst und über einen Bauantrag die auch als solche umnutzt. Immer wieder kriegen wir die Nachricht und lesen auch in den Kommentaren, Airbnb nimmt Wohnraum weg, tut es eben nicht. Denn in Städten, in denen es zu wenig Wohnraum gibt, würde das Bauamt hergehen und diesen Bauantrag, hey, ich will meine normale Wohnung in eine Ferienwohnung umwandeln, einfach ablehnen. Und wenn einfach alle Hoster draußen hergehen würden und es richtig machen würden, dann wäre das überhaupt kein Diskussionspunkt mehr. Von daher der dringende Appell, nutzt eure Wohnungen in Ferienwohnungen um, wenn ihr verantwortungsvoll Airbnb betreiben möchtet. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen und wünsche dir maximalen Erfolg mit deinem Airbnb. Ich bin Falk vom FeWo Butler und sage ciao, bis zum nächsten Video.